Das wäre erstmal die eine Sache. Die andere Sache ist, jetzt haben wir ja hier so gut wie alle Items eingesammelt. Jetzt holen wir uns da noch die anderen drei und dann geht es weiter mit unserer wilden Fahrt. Weil Geister durften die eigentlich hier gar keine mehr sein. Zumindest nach meinem Erachten. Erst, ja, jetzt hier von der Seite. Bam! Kommt noch so ein Geist, der uns rausschlägt. Oder von hier oben uns runterschlägt. Aber nein, das durfte nicht passieren. Wir müssten da jetzt eigentlich nur noch hier auf diesen Vordach fallen. Hui! Ja, sicher ist besser. Und das ist halt die letzte Leiche, die wir jetzt hier noch... Seltener Ring der Opferung. So, hier haben wir nichts mehr. Nö, hier haben wir nichts mehr. Gut, dann können wir jetzt gleich einen Heimkehrknochen verwenden. Und dann hätten wir es hier erstmal erledigt, dieses Gebiet. Ich weiß, einige werden jetzt von euch gesagt haben, Gott sei Dank. Aber ich fand halt diesen Kompositbogen ziemlich interessant und halt auch ziemlich effizient. Ich war mir jetzt bloß unsicher, ob wie der skaliert hat, mit welchen Werten. So, und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, Resistenz. Also wir könnten um 3 Punkte nochmal skillen. Dann würde ich nochmal in Stärke reingehen. Stärke ist halt unser Bier, unser Milieu. So, aber jetzt haben wir nur 10 Estus-Flakons. Hm. Komisch. Ja, ich war jetzt gerade ein wenig verwundert, weil wir hatten doch 12 zum einen. Aber, keine Ahnung. So. Genau, wir können ja mal diese Seelen gleich mal nutzen. 400. Ein namenloser Soldat. Wie viel brauchen wir denn überhaupt, um nochmal einen Punkt zu investieren? 6600. Also wir brauchen jetzt nochmal eine, komm. Ja, nochmal so eine super Seele hier. Super. Aufsteigen und zack, da hätten wir noch eins. Genau, dann gehen wir erstmal dann so auf 30 Stärke, würde ich mal so behaupten. Da haben wir erstmal da ein bisschen was Grundmäßiges geschafft. Weißer Symbolspeckstein. Okay. Genau. Dann wären wir hier erstmal fit. Nächste Sache ist halt Ausrüstung upgraden. Das ist halt auch so ein, sowas, was ich noch in Fokus setzen würde. Ich habe leider einen Fehler gemacht, als wir da in dieser Burg waren. Da habe ich eine Sache nämlich echt vergessen zu machen. Und zwar uns einen Fahrstuhl anzusprechen. Es gibt einen Fahrstuhl. Was, Meltas? Jetzt muss ich leider nochmal den Weg hier leider laufen. Nur ganz kurz. Kurzschwert. Jetzt weiß ich bloß nicht, welcher kürzer ist. Wir können ja auch die ganze Zeit sprinten. Ist ja auch nicht das Problem. Ja, ja. Ja, 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 ja. So. Na, wenn wir den Drachen getötet hätten, ja, dann wäre es sogar noch einfacher. Weil der Drache, der ist dann auch nochmal ein Shortcut. Denn wir können ja leider diese große Brücke nicht lang gehen. Weil der Drache da halt rumsteht. So. Okay, jetzt sind alle weg. Das ist das Erste. Das Nächste ist halt hier nochmal hoch. Halt! Nee, 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 nee. Da noch nicht, da noch nicht. Muss ich mal zwei Sachen austesten. Huch. Was ist da los? So. Uiuiuiuiuiui. Okay. Mir fällt auch gerade so ein, ich hätte mir ja auch vom Schmied einfach mal dieses Set kaufen können, das wir selber schmieden können, aber nun gut.
Hätte, hätte Fahrradkette. So. Wir hatten ja vorhin bei dem Händler noch einen Schlüssel gekauft gehabt. Und das ist der Schlüssel für diese Tür. So. Ich habe mir nämlich gerade selber die Frage gestellt, wieso kaufst du den Schlüssel und gehst nicht in dieses Anwesen rein? Wir wollten nämlich ja an diese Truhe ran. Denn hier bekommt man ein schönes Item, was wir brauchen könnten, um den Drachen zu bezwingen. Und zwar Goldharz. Goldharz bringt Blitzschaden auf Waffen. Und dann habe ich mir gerade so überlegt, hey, guck mal, wenn du das auf deine Waffe knallst, hier auf dein Zweihandschwert, und dann halt mal dem, dem schönen Drachen mal in die Füße piekst, dann müsste der auch ziemlich, ziemlich erfreut darüber sein, ja. Einfach mal ordentlich Damage zu fressen. So. Das ist natürlich dann die Frage, ob er das da wirklich ist. Aber das könnten wir dann mal austesten. So. Ich weiß gerade gar nicht, wieso ich jetzt hier lang laufe. Hm. Weil ich gerade ein bisschen verwirrt bin wahrscheinlich. Ich habe nämlich so viele Gedanken im Kopf. Denn es gibt jetzt zwei Bosse, die ich mit euch noch legen wollen würde. Unbedingt legen wollen würde. Den einen habe ich selber noch nicht gemacht, den anderen auch noch nicht. Toll. Also der Drache, den kann man in die Beine schlagen. Das habe ich schon rausgefunden. Aber der ist halt ziemlich, ziemlich mit seinem Atem dabei. Ja? Also der faucht doch gern mal uns an. So, und das andere Ding, das ist hier. Havel hatten wir ja erledigt gehabt, den guten alten. Den hatten wir ja dann gebacksteppt. Super Sache. Aber hier unten in dem Finsterwurzbecken gab es ja auch noch eine kleine interessante Herrlichkeit, ja. Eine Hydra, die auch immer wieder erwähnt wurde, doch mit Fernkampf zu töten. Aber die hatten, mit der hatten wir leider noch nicht das Vergnügen. So, genauso wie mit diesen, da hinten ist er. Genauso wie hier mit den Recken. Die halt aufpassen, dass niemand der Hyra zu nahe kommt. Aber cool, dass wir die hier two-hitten können. Ich habe hier ungefähr gefühlt eine halbe Minute dran gesessen an den Viechern, um die mit meinem Typi platt zu kriegen. Ja, okay. Das ist das Problem bei dieser scheiß fucking Hydra. Dass die so eine komischen Bubbles spuckt. Aber wer, der Meltas wäre ja nicht Meltas, wenn er nicht probieren würde. Eieieiei, da hat er uns ordentlich jemand mitgegeben, aber nicht mit mir. Nicht mit mir, nicht heute. So. Wir müssen uns erstmal diese Ads vom Halse schaffen. Ich habe nämlich gelesen gehabt, man sollte probieren, hinter diesen Steinen da zu gelangen. Aber Moment. Wir könnten es nochmal abkürzen, genau. Wir kürzen eine Sache ab. Ich muss nochmal hier gleich einen Safe-Punkt holen. Unweit von dieser Hydra ist nämlich hier gleich ein Safe-Punkt. Hier hatten wir ja den, ja, wie soll ich sagen, diesen Ritter getötet gehabt. Wenn ihr euch noch dran erinnern könnt. Und dann uns hier unten das Schild geholt. Und dann ging es hier links in eine Höhle rein. Und das ist ja jetzt nicht gerade der weiteste Weg. Und hier ist nämlich ein Bonefire. Genau, dann gehen wir einfach mal hier hin. Dann haben wir hier zumindest erstmal eine Absicherung. Sollten wir durch irgendeinen doofen Zufall bei dieser Hydra sterben, dass wir dann halt nicht nochmal so weit laufen müssen. Dann können wir uns das nämlich erstmal bei der holen. Ich finde nämlich die Hydra jetzt als Boss jetzt erstmal
dahingehend interessant, weil ich wirklich selber noch nicht gegen die gekämpft habe. Ich habe halt immer nur diese komischen Blasen abbekommen gehabt und dachte mir so, Alter, wie bitte? Ja. Wie soll ich denn das Vieh jemals bezwingen? So, einige werden jetzt schon wahrscheinlich sagen, Melters, du gar nicht. So ausgerüstet, wie du bist. Du bist wie ein Vagabund hier gerade unterwegs. Ey, wir haben getroffen, oder? Oder auch nicht. Das hat wahrscheinlich nicht gezählt, weil er zu weit weg war. Außerhalb der Reichweite. Oh ne, da kommt er. Oh oh. Und die Hydra natürlich auch. Und ich glaube, die Hydra hat ihn getötet. Nee, die Hydra hat ihn nicht getötet. Da frage ich mich echt, wie soll man denn das Vieh bezwingen, ja? Wenn man sich noch nicht mal hinter so einer... Ey, willst du mich verarschen? Wenn man sich noch nicht mal hinter diesen Stein verstecken kann. Okay, ich hole mir bloß die Seele nochmal zurück von der Hydra. Dann ist das Ding erstmal gestorben für mich. Dann überlege ich mir dann eine vernünftige Technik oder Taktik überhaupt erst einmal. Man halt gegen so ein Vieh kämpfen muss. Denn ich habe gehört, einfach die Köpfe abschlagen. Mhm. Wir kommen ja noch nicht mal ran an das Vieh. Ich wette, das ist über der einfache Trick, da ranzukommen. Wahrscheinlich einfach nur so, ja, warte, bis es dreimal geschossen hat, danach hat sie kein Mana mehr oder sonst ein Kikifax, ja. Wo man so als Normalsterblicher gar nicht so wirklich drauf kommt, nur durch Zufall. Das war doch super. Okay. Dabei habe ich dieses Bonefire angemacht. Also das kotzt mich gerade am meisten an, ja. Ich habe extra gesagt, ja, komm, dann müssen wir nicht. Aber weil ich wahrscheinlich nicht gerastet habe, ja, weil es ja da Unterschiede gibt zwischen Rasten und Rosten, ja. Ach Gott, Alter. Aber wenn nicht wir, wer dann? Ja, ja. Wenn nicht wir. Ja, okay, jedenfalls liegen unsere Seelen ein wenig weiter vorne. So. Und dann nutze ich nämlich mal hier die Abkürzung. Die gesamte Problematik ist ja folgende. Wenn wir die Hydra nicht sehen, dann sieht's, also wenn die Hydra uns nicht sieht, sehen wir sie auch nicht. Das ist genauso wie mit denen hier. Weil ich gehe mal felsenfest davon aus, dass man halt bei der Hydra einen gewissen Grad in Nähe wahren sollte, ja.
damit man in die Reichweite kommt. Aber halt hier vorne links scheint sie nicht wirklich Einflussbereich zu haben. Uiuiuiui, was war denn das hier Feines? Okay, so. Aber da kriegt man glatt erstmal so viele Erfahrungspunkte für die Viecher wie für einen Schlag eines Geistes, ja? Also das ist natürlich... Da finde ich die Geister wesentlich angenehmer. So, aber dann frage ich mich jetzt ernsthaft, wie will man denn bitteschön der Hydra die Köpfe abschlagen? Okay, also hier hinter sind wir auf jeden Fall erst einmal sicher. Auch wenn mir das hier ziemlich grenzwertig ist, ja. Ja, das ist ja hier typisch, Also ich glaube nicht, dass wir irgendwo Damage machen. Ich habe echt keinen Schimmer, wo wir überhaupt drauf schießen sollten. Also das ist mir zu heikel. Das ist mir echt zu heikel. Geh mal auf zum Schmied. Hauen wir da nochmal ein bisschen was in unsere Ausrüstung rein und dann probieren wir es an den Drachen. Oder halt an dem Alternativboss. Oder Hauptboss. Alternativboss sind ja hier die Hydra und der Drache, die ich eigentlich bezwingen wollte. Aber nun gut, ich weiß nicht wie. Aber nun gut. Wir können ja unter anderem auch den Kompositbogen upgraden. Wäre ja auch eine Möglichkeit, ja. Halt, Moment, wir haben ja auch einen Langbogen, wenn ich mich... Ach, Langbogen, der ist schwächer als unser... Ach ja, genau, wir haben drei Bögen. Und der Kompositbogen ist der beste von den dreien. Oh. Na, dieses Mal haben wir dich. Funke-Titanit hier. Kleines Fuckvieh. Die ganze Zeit immer am Wegrennen. Und dann aus Zufall mal überrascht hier. Halt, Moment. Funke-Titanit? Ist das nicht das, was wir benötigen, um unser Schwert noch einmal abzugraden? Gut. Also wenn wir unser Schwert upgraden können... Dann werde ich nochmal alle Seelen fressen und unsere Rüstung upgraden und dann werde ich den Drachen im Nahkampf bezwingen. Verfluchte Kacke. So. Die Seele hatten wir ja hier auch schon uns geholt gehabt von dem Typen. Beziehungsweise der lebt jetzt hier auch nicht mehr. Okay. So, die Glut haben wir auch schon dem Schmied gegeben gehabt, dass der uns halt bessere Waffen schmieden könnte. Oder unsere Waffen halt noch besser schmieden könnte. My, that's a rare ember you have there. I've seen one of those before. It's the ember of a divine blacksmith. Might you consider leaving that with me? I can produce divine weapons with a flame such as that. Oder ja, wir haben die Glut jetzt ihm gerade gegeben. Tut mir leid, ja. Ich dachte, das hat man schon gemacht. Thanks for that. You've made a fine decision. You soon shall see. Genau. Also
Jetzt ermöglicht er uns das unter anderem bessere Aufrüstung dementsprechend. Also unsere Waffen noch mehr zu verstärken. Okay. Nötige Seelen. Ach nee, wir brauchen einen Drachenstein. Ach so, das ist ja gar nicht unser Schwert. Aber das ist hier unser Schwert. Ey, cool. Können wir wirklich upgraden. Na, aber sichi. Funkeltitanit brauchen wir jetzt noch zweimal. Hm. Haben wir natürlich nicht. So, aber... wir könnten entweder unseren Kompositbogen upgraden. Oder unser Schild. Graswappenschild. Also es würde unsere Haltung dann wesentlich erhöhen. Also Feuerschaden da rechts wird es nicht mehr abblocken. Das ist natürlich nicht so schön. Und Rüstung verstärken, wie sieht es da aus? Okay, da würde unsere Feuerabwehr hochgehen. Um 0,8 Punkte, hier um 1,8 Punkte, hier um 0,8 Punkte, hier um 1,1. Deswegen würde ich doch einfach mal sagen, was ist das hier? Die Elite-Waffe, Rüstung verstärken. Hier, der Elite-Brustpanzer. Das kostet ja alles gleich viel. Und dann nehmen wir erstmal das, was uns am meisten Stats bringt. So. Jetzt brauchen wir hier große Schermen, um das weiter aufzufrischen. Okay, wie viel haben wir noch? Kleine Schermen, 3. Dann könnten wir ja eigentlich alles noch einmal upgraden, wa? Oder... okay, was bringt es uns jetzt hier? Jetzt bringt es uns nochmal 0,8 und hier unten bringt es uns auch 0,8. Oder hier, komm. Komm, jetzt machen wir noch immer die Schuhe. Kleine Scherbe. Ach, hier komm, scheiß drauf. Wumms, passt auch. Yes. Gegenstand kaufen. Der könnte uns ja notfalls auch kleine Scherben verkaufen. Das wäre ja auch kein Ding. So. Was hat der noch? Holzbolzen. Aber auf die Armbrust möchte ich ja echt mal verzichten, weil das ist ein echt scheiß Ding hier in diesem Spiel. Ja, wir wollen auch nicht zur Hülle werden. Das ist, Gott bewahre, das wollen wir auf jeden Fall nicht. So, also wir haben jetzt hier noch zwei Kriegerseelen und zwei Soldatenseelen. Dann würde ich doch einfach nochmal die reinknallen und uns davon nochmal ein bisschen was kaufen. Seelen. So. Rüste jetzt mal ein bisschen den Kompositbogen hoch. Kaufen. Machen wir mal 5. Okay. So, und jetzt wollen wir mal Waffe verstärken und dann uns den Kompositbogen rausziehen. So, Kompositbogen, da haben wir ihn. Jupp. Und jupp. Okay. Und nochmal. Oh, jetzt brauchen wir noch eine. Noch eine kleine Scherbe, bitte. Gegenstand kaufen. Okay. Und Waffe verstärken. Jetzt gucken wir gleich nochmal. Dann haben wir den schon mal auf Stufe 4. Und Stufe 5, da bräuchten wir 3 kleine Scherben. Kriegen wir das noch einmal hin? Ich hoffe. 1, 2, 3. Joa. Das müssten wir hinkriegen. Und Waffe verstärken. Dann haben wir jetzt zumindest mal eine Waffe auf Stufe 5. So. Okay. Kompositbogen. Jetzt verschwindet der nämlich ja auch aus dieser Auflistung. Aha, genau. So, und jetzt müssen wir mal eine Sache überprüfen. Ach nee, rechnet immer noch mit CC. Ja, ich dachte jetzt, dass sich das vielleicht geändert hat, dass das jetzt auf B und C geht. Aber nun gut, dann hat's, dann sei es eben nicht so. Dann wohl an, denn. Dann rennen wir mal weiter. Haben
haben jetzt hier erstmal wieder aufgefrischt. Und jetzt möchte ich nochmal diesen Shortcut uns holen, dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, mal flinker hier wieder herzukommen. Von unserem Feuerbrandschrein aus.